Servus Christo und hallo, der schlaue Z ist wieder da mit Witzes und Spitze. Witze sind zur Belustigung da und nicht zur Diskriminierung. Dir geht's nicht gut und du hast schlechte Laune. Dann schau vorbei bei Schlaubizet. Hör dir mal ein paar Witze an, dann geht's dir gleich mal spitze. Bevor ich wieder mit dem ersten Witz anfange, darf ich euch gerne darum bitten, dass ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, beim Video einen Daumen nach oben da lasst und einen Kommentar und das Video dann noch einer dort. Fangen wir mal an mit dem ersten Witz. Fragt der Pfarrer die junge Braut bei der Anmeldung: Möchten Sie für die Trauung den Spruch "Wo du hingehst, da will auch ich hingehen"? Die Frau erwidert: Leider nicht, mein zukünftiger ist nämlich Briefträger. Zweiter Witz. Die fünffache Mutter fragt die Verkäuferin im Einkaufszentrum nach der Kinderabteilung. Da schaut einer der Söhne schockiert, tupft sie am Ärmel und sagt dann: Mama, habe ich denn nicht schon genug Geschwister? Dritter Witz. Zwei Politiker stehen vor dem Schaufenster mit dem Textilien. Meint einer: Durch den Euro ist doch nicht alles teurer geworden. Hier die Hose 12 Euro, das Hemd 8 Euro und da der Anzug nur 20 Euro. Kommt ein Normalverdiener vorbei und sagt: Naja, genau genommen stehen Sie da vor einer Reinigung. Dritter Witz, zwei Hunde im Park. Meint der eine: Ich heiße Sonja von Thüringen, bist du auch adelig? Antwortet der andere: Na klar, ich heiße runter vom Sofa. Fünfter Witz, eine Kundin zur Verkäuferin: Darf ich das geblümte Kleid da im Schaufenster anprobieren? Antwortet die Verkäuferin: Gerne, aber wir haben da hinten auch Umkleidekabinen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video bitte einen Daumen nach oben, teile es und abonniere den Kanal. Danke, vierte.